Und hier ist Thorsten Einarsson. Are ready? Now I'm a brain, I'm a brain free. Shackles, they ain't got a hold on me no more. Brain, I'm a brain free. These shackles, they ain't got a hold on, they ain't got a hold on me. Ja, der sympathische Wahloberösterreicher ist zurück in der Live-Radio-Lounge. Thorsten Einarsson gibt ein Konzert für jene, die eines der heiß begehrten Tickets gewinnen konnten. Ein ganz exklusives Event im gelben Wohnzimmer, nicht nur für die Fans. Es hat für uns zwei Vorteile. Einerseits lernen wir die Künstler persönlich kennen und andererseits lernen wir unsere Hörer persönlich kennen, die wir ja eigentlich sonst nur vom Hören kennen. Und an so einem Abend wie heute sieht man es. Da freuen wir uns extrem, dass wir alle mal miteinander irgendwo gemeinsam feiern dürfen. Mit dem Gepäck hat der Austro-Isländer natürlich auch seinen ersten großen Hit. Leia. Ohne Leia wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Also es wird für immer, da könnte ich noch ein Bohemian Rhapsody schreiben, aber für mich wird es immer Leia bleiben, weil es einfach mir alles ermöglicht hat, was ich jetzt habe. Für eine einzigartige Atmosphäre sorgt der Popstar nicht nur mit seinem musikalischen Talent, sondern auch mit seinem Charme. Und so verwundert es nicht, dass seine Fans wunschlos glücklich sind. Ich bin halt so oft gefragt worden, wie es mir geht, aber halt ohne Kontext, blendend, Dankeschön. Ich habe mich so gefreut drauf. Es ist einfach der Wahnsinn und ich werde den Tag, glaube ich, nie in meinem Leben vergessen. Gell? Das ist grenzgenial. Man sieht, man hört, man ist mittendrin, man spürt alles, was rundherum passiert. Es ist einfach super. Und es ist einfach viel persönlicher und eben dann auch nachher noch mit den Autogrammen und Dingen, das hast einfach bei einem großen Konzert einfach nie in dem Ausmaß. Ja, ein exklusives Konzert inklusive Meet and Greet, Autogrammstunde und Fotosession. Dem Publikum wird nicht nur eine großartige Show geboten, sondern auch die Gelegenheit, ihr Idol aus nächster Nähe kennenzulernen. Es ist halt schon so, dass die Hörer dann manchmal so ein wenig sagen, hey, kannst du nicht den Künstler mal einladen? Und Thorsten Einarsson ist in der letzten Zeit einfach sehr oft gefallen. Er ist sehr sympathisch, außerdem macht er... Und er riecht gut. Er riecht gut, das haben wir herausgefunden beim Interview. Ich habe es herausgefunden, bin sehr froh drüber. Und dieser Mann, Thorsten Einarsson, hat eine gewaltige Stimme. Also man kann es so zusammenfassen, er muss gut singen können, er muss gut ausschauen und er muss gut riechen. Ganz wichtig, ja. Und das alles spricht natürlich für Thorsten Einarsson. Er riecht anscheinend gut, er sieht gut aus und sorgt mit seiner Stimme für Gänsehautmomente. Was verbindest du mit seiner Musik? Gute Laune, aber irgendwie immer dieses Ruhe, dieses Down-to-Earth mit seiner tiefen Stimme. Wenn ich irgendwie total nervös bin oder so, oder einen unruhigen Tag habe, dann haue ich mir ein Album ein und komme sofort runter. Das ist einfach eine richtig gut gesungene Musik und das ist eigentlich ziemlich cool. Der gebürtige Isländer hat wie unter anderem Julian Le Play, Lemo und Volkshilfe die Live-Radio-Lounge gerockt und das bereits zum zweiten Mal. Es war wirklich schön, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Wir machen eh ab und zu so ganz kleine Sessions und ich finde es wirklich cool, weil die Lieder kann man präsentieren in einer Art und Weise und in einem Sound, wie sie die Leute nicht kennen. Und es war wirklich cool, ich habe Hotel Hardeck, die neue Single, die am 1. März erst rauskommt, endlich live spielen können zum ersten Mal. Also das war ein cooler Moment, war wirklich fantastisch. Alle anderen Fans müssen sich also noch bis zum 1. März gedulden, um dann bei Live Radio die neue Single von Thorsten Einarsson zu hören.